Für Alexander Freitag sind Roboterhunde eine nette Spielerei. Er nutzt sie gerne, um die Grenzen heutiger künstlicher Intelligenz zu demonstrieren. Sie kann bisher nur innerhalb eines vorgegebenen Rahmens lernen. Also eine künstliche Intelligenz ist das aus meiner Sicht nicht, was der Hund da kann. Es ist sehr beeindruckend, was er zu leisten vermag. Und ist auch sofort, hat er so einen Knuddeligkeitsfaktor. Also gesehen ist es ein gutes Produkt, aber was er kann, ist wirklich hart programmiert. Also er hat ein paar weniger Algorithmen, die er implementiert hat. Er kann auf ein paar wenige klare Kommandos reagieren und er kann seinen einen rosa Knochen finden. Aber er wird sich nie in einer neuen Umgebung auch adäquat zurechtfinden. Er wird nicht Fragen stellen, wenn ich ihm sage, das ist eine Bierdose, such meine Bierdose. Wird er nie damit zurechtkommen. Wir Menschen können jedoch mit Neuem umgehen. Wie, das erklärt Alexander Freitag gerne mit diesem Foto. Wenn ich das Bild zum ersten Mal sehen würde, ich kenne es jetzt, aber wenn ich es zum ersten Mal sehen würde, würde ich sofort feststellen, das ist irgendwo draußen. Es ist ein warmer Platz, da ist eine Person drauf und die Person trägt relativ sommertypische Kleidung. Offenbar ist die Person auch gut gelaunt. Da könnte ich vermutlich darauf rückfolgern, dass jemand das Foto gemacht hat, dem die Person irgendwie nahe steht. Aber es gibt auch Sachen, die man so vermutlich noch nicht gesehen hat. Also die Person in dem Bild hat so einen riesen Schraubenschlüssel in der Hand, wo man sich bestimmt erstmal fragen könnte, warum hat er diesen Schraubenschlüssel in der Hand? Und wir können entweder Mutmaßungen anstellen und einfach spekulieren. Oder wir könnten auch versuchen, gezielt Fragen zu stellen, wenn wir jemanden kennen, der uns diese Frage beantworten könnte. Also in dem Fall, wenn mich meine Tochter das fragen würde, warum hat der Typ da auf diesem Bild einen Schraubenschlüssel in der Hand, könnte ich sagen, weil das ein besonders historischer Schraubenschlüssel war in dieser Umgebung. Also ich könnte ihr die Frage beantworten und sie wüsste auch, wenn ich ihr als Vater die Frage beantworte, kann sie sich darauf verlassen und kann dann diese Information nutzen, um ihr Wissen einfach zu erweitern. Die Antworten führen zu neuen Fragen. Und am Ende würden wir so vielleicht herausfinden, dass die Person auf dem Foto Alexander Freitag im USA-Urlaub ist. Die Frage, die wir uns gestellt haben, ist, welche Fähigkeiten muss eine Maschine besitzen, damit sie eben aus dieser geschlossenen Umgebung heraus kann und sich ähnlich wie wir Menschen kontinuierlich adaptieren kann, Fragen stellen kann, Antworten bekommen und damit auch das Wissen erweitern. Alexander Freitag hat an der Uni Jena Bausteine dieses lebenslangen Lernprozesses im Computer implementiert. Neben einer sehr effizienten Mustererkennung entwickelte er unter anderem ein selbstlernendes Programm, das gezielt Fragen stellt. Es weiß anfangs nicht, was Tiere sind und dass sich einzelne Arten voneinander unterscheiden. Das Programm analysiert die Videosequenzen und hält immer wieder an, wenn es glaubt, eine neue Kategorie identifiziert zu haben. Durch die Eingaben des Bedieners lernt es nach und nach, dass es verschiedene, sich eigenständig bewegende Objekte gibt und wie sie von Menschen genannt werden. Wie das Programm dabei genau vorgeht, ist aber nicht mehr ohne weiteres nachvollziehbar. Von der Arbeit im Computerlabor erholt sich Alexander Freitag am liebsten in der Natur. Hier hat er auch die Muße, sich Gedanken über die möglichen Folgen seiner Arbeit zu machen. An vielen Stellen kann man, glaube ich, mehr erreichen, als wir aktuell uns wirklich vorstellen. Und ich bin sehr gespannt, was da in den nächsten Jahren kommen wird. Und an ein paar Stellen ist es aber auch so, dass es mehr so wie der Heilige Gral angesehen wird, der es auch nicht ist. Also wir können nicht alle Probleme, die wir hier uns vielleicht überlegen könnten, damit lösen. Nicht mal einen Großteil, sondern wirklich bloß einen eingeschränkten Teil. Aber um den eingeschränkten Teil wirklich gut zu kennen, müssen wir halt auch mal drüber reden, was sich dahinter verbirgt.